Jetzt ist sie in der Liebigbeute gelandet. Eine amerikanische Blaubeere. Die habe ich mal vor 5 Jahren gekauft, 4 oder 5 Jahren. In dieser Pflanze, wie ich die gekauft habe, da waren so kleine Pflänzchen drin, noch kleiner wie diese. Und das war eine Kanna. Die hat mir bis jetzt mehr gebracht als diese amerikanische Blaubeere. Die habe ich schon 5-mal umgesetzt, aber bisher ist da noch nicht viel rumgekommen. In diesem Sommer habe ich 5 Töpfe mit großen Kanna. Die sind allerdings jetzt im Spätsommer schon etwas verblüht. Sitzen 2 Wespen auf dem Bierglas, sagt die eine, gehst du mit runter, noch den Rest von dem Kölsch trinken? Nein, sagt die andere, ich muss noch fliegen. Auch die Ameisen höhlen die Pfirsiche aus. Weil es kein Futter gibt, nagen die Bienen an den Pfirsichen. Überall schon kleine Löcher drin. Na gut, dann gehen wir runter, aber nur einen Schluck. Ach, ich bin abgerutscht, jetzt muss ich versaufen. Ah, jetzt müssen wir versaufen. Pass auf, der Trink jetzt stechend in die Zunge. Hurra, wir sind wieder frei. Diesmal gab es viele Drohnenmaden und die kamen schön gebraten aus dem Sonnenabschmelzer. Die bekam der Igel und auch die Vögel, aber wer noch besonders daran interessiert war, schaut euch das mal an. Komm mal her, da drinnen sind lauter Männer.